Bäm, Bäm und kein Ende. Wer muss, wer darf mit dabei sein am Bämmtisch? WAF Betriebsrat heute. Aktuelle Urteile, spannende Fälle und neue Kommentare. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Betriebsräten, herzlich willkommen. Mein Name ist Niklas Pasti, Rechtsanwalt aus Berlin. Und mit mir in den Aufnahmestudios der WAF am schönen Starnberger See steht meine charmante Kollegin, Frau Rechtsanwältin Lina Goldbach. Hallo lieber Niklas. Hallo liebe Zuhörer. Lina, ich weiß, das betriebliche Eingliederungsmanagement nach § 167 Absatz 2 SGB 9, das ist, glaube ich, sowas wie dein Lieblingsthema. Niklas, jetzt hast du mich erwischt. Ich mag es tatsächlich sehr gerne, gebe ich ehrlich zu, weil ich glaube, es ist eine gute Vorschrift, die auch wirklich sehr wichtig ist. 17 Jahre alt, ne? Ist immer Wahnsinn. Noch jung. Ja? Aber genau. Man denkt auch immer, das gibt's gar nicht. Ja. Und deswegen finde ich es so schön, du machst es ja auch wahnsinnig gern. Man kann schon sagen, du bist eigentlich der Experte im BEM. Lina, das muss ich zurückweisen. Was? Heute bin ich es ganz sicher nicht, denn du hörst es, ich schniefe und ich huste und ich bin ganz krank. Ja. Und heute musst du deswegen übernehmen. Okay. Bitte, es ist klar, der Arbeitgeber, ne? Der muss, also soweit so bekannt, ja, langzeiterkrankte Arbeitnehmer einladen zum BEM. Das ist klar, also der ist beteiligt am BEM. Aber haben wir den Überblick immer noch, jetzt wo das BEM erwachsen wird, ja, 17 Jahre alt ist, bald 18, haben wir immer noch Überblick über alle Akteure, die sich da versammeln am BEM-Tisch? Das ist ja ziemlich crowded so inzwischen, da sitzen viele Leute. Wollen wir das mal auseinanderklamüsern? Das machen wir sehr gerne und ich würde sagen, wir starten erstmal mit der Frage: Wer sind denn eigentlich die BEM-berechtigten Beschäftigten? Also, wer genau ist das? Wer muss hier erscheinen? Ja, bitte, das sind nicht nur die Arbeitnehmer, ja. Das sind die sogenannten Beschäftigten. Mhm. Das heißt, das wären auch leitende Angestellte, Richter, Soldaten, Beamte, Aushilfen, Leiharbeitnehmer in einem gewissen Umfang. Und die müssen alle eingeladen werden, wenn sie länger als 6 Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig gewesen sind. Die müssen nicht erscheinen, sie dürfen. Aber es ist eigentlich spannend, dass man hier sagt, okay, selbst die Leitenden sind dabei und auch eben hier Beschäftigte im ganz weiten Sinne. Ja, also das sollen alle dieser BEM-Pflicht unterliegen, denn das ist richtig gut belegt in der Praxis. Wer länger als diese berühmten 6 Wochen arbeitsunfähig bleibt, dessen Arbeitsverhältnis, auch wenn die Arbeitgeber immer das Gegenteil behaupten, ist statistisch gesehen gefährdet, jedenfalls irgendwann. Und deswegen lasst uns doch mit denen reden. Ja? Und dieser BEM-berechtigte Beschäftigte, der ist die Zentralgestalt am BEM-Tisch, also ohne den geht's nicht. Mhm. Bitte, das ist keine Banalität, denn es gibt viele Verfahren, die können auch ohne den Beschäftigten betrieben werden. Ja. Zum Beispiel das sogenannte Präventionsverfahren. Das BEM nicht. Mhm. Also mit dem steht und fällt alles, mit dem Beschäftigten. Also der muss einverstanden sein, der muss dazukommen und der muss auch bereit sein zu sprechen. Darf der sich denn, nur kurze Frage noch, ich weiß, wir haben schon gesagt, wir das reden über die Akteure, heute, ja? Aber darf der denn sich einfach nur hinsetzen und nichts machen, in Anführungszeichen? Ja. Also der darf einfach auch, sag ich mal, passiv aktiv dabei sein. Besonders klug wäre es vielleicht strategisch nicht, aber er darf das. Mhm. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Mhm. Der kann sich die Show auch erstmal anschauen und darf gehen, jederzeit, ohne Angabe von Gründen. Und seine Daten mitnehmen, die bis dahin erhoben wurden. Und dann ist es beim Verfahren auch an sich erledigt, ne? So ist es, ja. Okay. Die zweite Partei, die sozusagen eigentlich auch immer dabei sein muss, oder ist der Arbeitgeber? Ja, das ist der Arbeitgeber. Mhm. So will es der Gesetzgeber, dass der Arbeitgeber das Verfahren hier vorbereitet und durchführt. Für den Fall, dass der Beschäftigte das wünscht. Der Arbeitgeber kann sich vertreten lassen, auch von externen Beratern. Aber Vorsicht, Lina, ja. Das muss vorher angekündigt werden, im Einladungsschreiben und auch in der sogenannten datenschutzrechtlichen Einverständniserklärung. Wird immer vergessen. Okay. Also wenn du als Riese einen Zwerg vorschickst und der Zwerg ist noch ein fremder Zwerg, dann sag es vorher, lieber Chef. Okay, okay. Und wenn jetzt der Arbeitgeber hier mit seinem Vertreter kommt, darf ich dann auch meinen Vertreter eigentlich mitnehmen? Ja, also neuerdings ja.
Ja, okay. Das ist ganz neu. Mhm. Eine Vertrauensperson eigener Art, intern oder extern, kann deine Mutter sein, kann eine Anwältin sein. Ich wollte gerade sagen, weil das Thema hatte ich mal. Ich meine, sie haben es dann toleriert und zugelassen, ist schon ein paar Jahre her. Wir haben uns dann genug aufgeführt sozusagen, bis sie irgendwann gesagt haben, ja gut, dann kommt die dein anwaltlicher Ruf, halt mit. Der eilt dir ja voraus. Ne? Du, das war damals in Hamburg sogar, die haben mich sogar einfliegen lassen. Ach nein. Mhm. Aber jetzt ist es ja toll, darf ich auch wirklich sagen, ich möchte hier meine Aber frag mich eins bitte nicht, Lina. Ja? Ob diese Vertrauensperson eigener Wahl, ob die eine Vollmacht braucht, ob die was sagen darf, alles ungeklärt bisher. Okay. Aber sie darf dabei sein. Das ist ja schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Wie so eine Art Zeugenbeistand. Du hast doch auch mal ein bisschen Strafrecht gemacht. So, da gibt es neuerdings so Zeugenbeistände. Versehentlich Strafrecht gemacht. Ja. Nicht bewusst. Okay. Und wie schaut es jetzt aus mit Betriebsrat, Schwerbehindertenvertretung? Das Wichtigste überhaupt, dass der Betriebsrat mit dabei ist. Bei Schwerbehindertenbeschäftigten auch die SBV. Mhm. Und bitte, das macht der Arbeitgeber regelmäßig falsch. Hier muss er von einem sogenannten Opt-out-Modell ausgehen. Mhm, das heißt, Betriebsrat und SBV sind mit dabei. Mhm. So muss das auch angekündigt werden. Mhm. Es sei denn, der Beschäftigte wünscht das nicht. Mhm. Das ist was ganz anderes, als wenn er sich das Opt-in-Modell wünschen muss. Okay. Weil ich weiß, da gab es mal eine Entscheidung, da hat der Betriebsrat gesagt, wir sind immer dabei. Ja. Das ist auch nicht in Ordnung sozusagen, aber grundsätzlich kann man immer als Betriebsrat oder Schwerbehindertenvertretung und oder Schwerbehindertenvertretung sagen, du schreibst bitte ans Anschreiben rein, dass wir dabei sind. Mhm. Und der Arbeitnehmer kann dann sagen, nee, ich möchte es nicht. So ist das. Mhm. Und dass du die SBV hier ansprichst, ist hochinteressant. Ich habe immer die These vertreten, aber ich stand damit immer allein, dass die SBV ein obligatorisches Teilnahmerecht habe am BEM. Das stimmt so nicht. Okay. Ja, aber jetzt vielleicht schon. Denn jetzt kann ich ja eine Vertrauensperson mitnehmen. Okay, das könnte auch die SBV sein. Okay. Auch wenn ich selbst nicht schwerbehindert bin. Mhm. Ja, das ist so die kleine Pointe. Ja, aber das macht ja auch Sinn. Gerade die Schwerbehindertenvertreter haben ja ganz häufig auch nochmal so einen Zusatzwissen, gerade in diesen Bereichen, und können da im Hinblick auf Inklusionsämter eben nochmal die Weichen stellen, wissen, welche Ansprechpartner gibt es. Bitte, und da hat sich so vieles geändert, zum Besseren. Also wie ist es denn eigentlich mit diesen externen Stellen? Ja, ne, das ist super, ja. Die müssen mit dabei sein, wenn deren arbeitsplatzsichernde Leistungen hier helfen könnten. Okay. Also das heißt, die sind nicht optional oder so dabei. Die müssen mit dabei sein, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen. Also wenn Geld von außen helfen könnte, um den Arbeitsplatz zu retten. Und da gibt es jetzt zum Beispiel neu, das war früher ganz anders, viel schwieriger, ein sogenanntes trägerübergreifendes Teilhabeplanverfahren. Wow. Das ist eine kleine Sensation. Schweres Verfahren, das hört sich schon vom Wort so schwer an. Ja. Und meint doch etwas ganz Einfaches. Okay. Derjenige Reha-Träger, an den ich mich zuerst wende, sei er zuständig oder nicht. Ja? Also der, den ich zuerst angehe, der ist zuständig für die Durchführung des gesamten weiteren Teilhabeplanverfahrens. Das heißt, der wird mir helfen, der wird sich für zuständig erklären. So werde ich nicht mehr so von Behörde zu Amt, zu Stelle, wie geschubst, so eine heiße Kartoffel weitergereicht. So war es nämlich früher. Ja. Und wer entscheidet jetzt hier, ob eben eine Behörde tätig werden könnte, müsste, sollte? Eigentlich der Arbeitgeber, der macht's nicht. Deswegen sollte der Betriebsrat oder die SBV das anregen oder auch der Betroffene selbst. Bitte, der Punkt wird immer vergessen. Mhm. Das Wichtigste sind die Eigenvorschläge des Betroffenen selbst. Ja. Und wie schaut's jetzt aus? Also mir wurde immer gesagt, und dann kommt noch der disziplinarische Vorgesetzte, der fachliche Vorgesetzte und so weiter. Müssen die dabei sein? Ja, ich frage mich immer, da fehlt da noch jemand? Also hat da noch irgendein Abteilungsleiter, der noch seinen Senf dazugeben soll? Man wird es dem Arbeitgeber nicht verwehren können, irgendwelche Führungskräfte hier mit einzubeziehen. Okay. Aber wenn es mir zu bunt wird als Betroffener, dann habe ich vielleicht gar keine Lust mehr auf das gesamte Verfahren. Okay, also da kann, muss man jetzt so sagen, auch der Arbeitgeber das Verfahren manchmal ein bisschen kaputt machen. Ja. Da macht es schon auch Sinn, vielleicht im Rahmen einer Betriebsvereinbarung Vorsorge zu treffen, die oder? Die erzwingbar ist. Weiß auch kaum jemand. BEM-BVen sind immer noch gegen den Willen des Arbeitgebers vor der Einigungsstelle erzwingbar. Und das ist schon etwas, da muss ich sagen, also das habe ich auch damals gemerkt, da saßen 5 Führungskräfte
mit drin, zusätzlich Geschäftsleitung und so weiter und so fort. Das war einfach too much. Das ist so ein Käse. Ja. Ja. Die haben sowieso nichts gewusst und nichts gesagt. Also nichts gewusst im Sinne zu der Situation, ja. Hatten da auch nicht irgendwelchen Input, den sie beitragen konnten. Deswegen finde ich es schön, dass du sagst. Selbst wenn sie Sachverstand hier gehabt hätten, ja, es hilft dir nichts, dass du den Sachverstand da sitzen hast. Wenn die müssen auch Entscheidungsbefugnisse mitbringen, ja. Okay. Und wie schaut's aus mit dem Betriebsarzt? Ja, das ist auch so eine Sache. Oh. Ne? Also im Gesetz steht, der wird hinzugezogen, soweit erforderlich. Mhm. Und ob das erforderlich ist, entscheidet erstmal wieder der Arbeitgeber. Mhm. Ich muss damit als Betroffener nicht einverstanden sein. Wichtig ist, dass die Rolle des Betriebsarztes hier nicht überzogen dargestellt wird. Der soll nur, das ist wichtig genug, so eine Art medizinische Beratung und Begleitung hier vornehmen. Mhm. Und den Suchprozess des BEM, das ist ja so eine Art Schnitzeljagd, Suche nach einer Lösung, unterstützen. Genau. Mit seiner ärztlichen Expertise. Der soll mich hier aber nicht irgendwie so therapieren oder das ist nicht so dem seine Aufgabe, erteilen, ne? Wie ich Gewicht verliere. Oder der soll nur sagen A oder B und gut. Und bitte, also, wer das noch nie gehört hat, mit diesen externen Leistungen, das ist ganz wichtig für die Betriebsräte, das einfach mal nachzulesen. Das ist gar nicht so schwer, wie sich das immer anhört. In den Paragraphen 185 SGB 9 und im wichtigen Paragraphen 19 der Schwerbehindertenausgleichsverordnung. Okay. Ja, da sind sehr viele LTA, Leistung zur Teilhabe am Arbeitsplatz, aufgeführt, wie auf so einer Checkliste. Ja, ja, ja. Und das würde ich mir heute Abend beim Rotwein, wäre ich Betriebsrat, einfach mal durchlesen. Geht auch ein Weißwein? Och, ja. Der geht auch. Gut, also wir haben festgestellt, wahnsinnig viele Akteure. Ja. Gibt auch eine schöne Schulung, eine BEM Teil 1, ja. Auch als Webinar übrigens. Ach nee. Nina, du musst jetzt übernehmen, mir versagt die Stimme hier. Nein. Also, ich brauche mal ein BEM-Verfahren oder so. Mensch, und wer macht denn diese tollen Seminare? Ja, das macht die reizende Kollegin Lina Goldbach. Nein. Wenn die es nicht macht, dann springe ich ein. Also die macht natürlich unser Lieblingskollege Niklas Bastien. Na, und der macht das. Ich mach so gerne Podcasts mit dir. Weißt du das überhaupt? Ja, wir machen es beides so gerne. Jawohl. Pro Podcast. Genau. Auf jeden Fall finde ich, das ist ein super spannendes Thema. Da kann man als Betriebsrat ganz viel machen. Wichtig ist aber, dass man eben auch hier gut fortgebildet ist, weil ansonsten lässt man sich, glaube ich, hier vom Arbeitgeber auch schnell in irgendeine Richtung drängen, die vielleicht gar nicht korrekt ist. Ja. Macht irgendwelche Zusagen, macht irgendwelche Betriebsvereinbarungen, die man so, wenn man gewusst hätte, wie es richtig geht, gar nicht geschlossen hätte. Und deswegen nochmal der Appell, bitte gerne zu unseren Webinaren oder auch Seminaren kommen. Wir würden uns sehr freuen auf euch. Lina, vielen Dank. Danke, lieber Niklas.